Hallöchen, herzlich willkommen zurück hier bei euren Rob auf Chemiewerk LE gegen ein Terraner, ein ZVT gegen den Marker. Noch nicht gerankt anscheinend, na, da kann ja wohl doch nur was Lustiges auf mich zukommen. Aber erstmal gut Luck gefahren und der Urlaub muss vor. Gegen Terraner. Bäh. Das heißt, wir schicken schon mal eine Scout vor. Damit wir sehen, ob ein Proxy kommt oder nicht. Oder ob mal wieder Benjis kommen. Juhe. Dafür werde ich dann den Overlord hier schicken und vielleicht mal rein scouten. Wenn er denn fertig wird, Overlord. Kommst du aber noch schneller. So, wurde es durch. Dann als nächstes die Echse. So, ich nehme schon mal nach unten. Nicht, dass jetzt schon geproxied wäre. Oder im Bunker kommt. Ne, alles schick bis jetzt. Und dann nicht dahin, dahin bitte. Okay, er nimmt was? Exe first? Bist du dir sicher? Er ist sich nicht sicher. Immer gehen wir scouten. Sieht man nämlich stark nach Proxy aus. Okay, das kam Minerals. Ne, wird kein Proxy. Das heißt, wir gehen auf Baning. Cool dazu und weiter hochbohren. So, weiter hochbohren. Zweites Gas nehmen bei 19. Was wollen wir da nicht voll saturieren? Ab 21 schicken wir zwei Drones dran. So, die Drone. Und die Drone. Zwei Queens bauen. Kann ich noch nicht. Jetzt kann ich Queens bauen. Upgrade nehmen. Und weiter hochbohren. Kaserne, also Doppelbarrack. Können wir Doppel Reaper kommen? Bauen wir mal auf jeden Fall noch ein paar Linge schon mal. Und Thron auch gleich nochmal eine Runde hoch. Der hat auch schon geäxt. Und er baut einen Bunker. Bunker ist okay. Denn mit genügend Baneling kommen wir da rein. Ich würde sagen, wir bauen jetzt nur noch Banelinger. Oder legen Baneling, besser gesagt. Probieren es da mal mit einfach durchzupushen. Aber baut er noch ein Depot. Den Jacks nicht vergessen. Nochmal Linge bauen. Speed ist durch. Wir gucken einfach mal vor. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Zwei Marines. Die müssten wir jetzt bekommen. Steht natürlich besser als ich, aber ja, okay. Spiel haben wir gewonnen. Ich würde sagen, wir hängen einfach noch eins dran. Dann war er vielleicht doch nicht so gut. Er war Platin 1, aber komisch. Naja, wir hängen einfach mal noch eins dran. Das war wirklich ein komisches Spiel. Da muss ich direkt mal einen Schluck zu trinken nehmen. Verzeihung. 90 RPM. Tja. Sonst so, was hat er gebaut? Gebaute Einheiten halt 18, okay. Werte Armee, er hat halt nichts, ja. Er hatte halt einfach gar nichts gehabt. WBF, WBF, Satellitenzentrale, Bunker, Satellitenzentrale, ja, WBF, WBF.
Ein Panzer hat er schon gehabt, damit die Helm das doch eigentlich halten können. So, 16 Bitter E gegen den Zum Bayem oder so, ZVZ. Gegen die Legion. Wir sind viele. Oder wir sind alle. Boah, das ist ja eine komische Farbe, ey. Oh. Die Farbe ist ja echt creepy. Da krieg ich ja Augenkrebs von, ey. Das sieht ja alles so schimmert. Das schimmert alles so extrem. Naja. Kia sagt auch nicht, gut Luck gefahren. Keiner sagt mehr, gut Luck gefahren. So, Overlord kommt. Scout geht vor. Der Overlord geht mal an die... Wo können die langkommen? Geht mal an die Ramp. Du nimmst meine Echse, die sichere. Und es werden bestimmt wieder Link-Bailing-Fights werden. Also stellen wir uns drauf ein. Und taggen dann gleich auf Bailing hoch. So, Gas nehmen. Gas kommt. Als nächstes den Pool. Hier wurde er nicht geäxt haben. So, und dann der Pool. Pool ist im Bau. Overlords fliegen rum. Er hat noch nicht geäxt. Warum hat er noch nicht geäxt? Weil er All-In wird. Das ist gut zu wissen. Ich muss zurück. Das heißt, ich muss Spinecrawler bauen, so schnell wie möglich. Und ein paar Linge. Bei Speed habe ich später, weil ich habe zu spät das Gas genommen oder vergessen das Gas zu meinem. Und er hat den Pool schon. Und auch den Overlord. Da kommen die ersten Linge. Da kommen immer mehr Linge. So, Linge bauen. Und natürlich noch Spinecrawler. Und weitere Linge. Und gleich noch andrücken. So, ich habe ein paar Linge. Und meine Spinecrawler sind auch gleich durch. Und wir probieren die Linge zu ziehen. Weil er wird bestimmt gleich auf Bailing switchen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Queens bauen. Wir brauchen mehr Mineralien. Und wenn er nicht kommt, dann mache ich gleich ein Go. Das steht doch nirgendwo. Ah, er hat schon Bailinge. Schnell zurück. Er hat also schon Bailinge. Das ist nicht gut. Ich habe noch keine. So, dann können wir noch mal gucken. Jetzt sind wir eigentlich ein bisschen im vorteiliges Gefühl. Ich habe es verteidigt bekommen, er hatte nicht geäxt. Ich hatte die Echse. Gucken wir mit einem vor. Ja, das sollte ausgehen. Das sollte ausgehen. Er hat auf jeden Fall Ego-Schaden bekommen. Die Queen ist weg. Und wir können ein Stückchen weiter hochdrohen.
Sollten langsam auch Queens dazu nehmen. Und ich denke mal, ich kann jetzt ein bisschen hochdrohen, das passt soweit. Und schau trotzdem nochmal rüber. Ja, da vorne dann Baling geworfen. Diesmal mache ich es wirklich. Versprochen. Und mal ein Stückchen näher ans Mikro, dass ich ein bisschen lauter sprechen kann oder lauter bin. So, da gucken wir mal mit einem vor, ob wieder Balinge da stehen. Da steht schon mal einer. So, wir müssen Arbeiter killen. Oder nochmal die Queen bekommen. Queen wäre nice. Ne, Queen nicht bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt switchen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Jetzt hat er viele Linge. Wir bauen Roaches. Und noch ein bisschen hoch. Bauen ein paar Bailinge. Und mein Gas. Schön Gas mein. Hier nochmal Gas mein. Noch mehr hochdrohen. Und wir sollten vielleicht mal den Overlord uns holen. Steht er noch da? Und immer ein Overlord. So, die Einheiten ein bisschen splitten. Er nimmt die dritte. Okay. Das heißt, wir müssen dann als nächstes pushen. Er hat jetzt auch Roaches genommen. Das heißt, ich nehme auch die dritte. Und drohen noch ein bisschen hoch. Wir haben mich jetzt vorne platzieren. Da steht der Overlord, okay. So, Speed kommt dann für die Schaben. Die splitten wir alle ein bisschen und wir bauen noch mehr Roaches. Mehr Overlords. So, das bekommt, das kommt. Die kommt, seine dritte ist gleich durch. Ich muss halt den Overlord wegbekommen, das hilft alles nicht. Der muss weg. Mit den drei Rebels schon müsste ich das dann schaffen. Und wir bauen weiter Roaches nach. So viel wie geht. Upgrades. Und wenn die Upgrades durch sind, gehe auf jeden Fall pushen. So, der ist dann schon mal tot. Und wir gucken einfach mal vor. Wir brauchen mehr Mineral. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mass Ravager, okay. Nur mal die Balinge will ich hier raus haben. Die kriege ich nicht so einfach raus.
so neue Roaches und weiter geht's. So, 1-1 ist durch. Aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Komm nicht durch. Will er jetzt zu mir kommen? Ja, kommt er auch nicht durch. Hoffe ich zumindest. Drücken wir die nächsten Upgrades an. Wir müssen theoretisch weiter exen. Und dann gucken wir nochmal vor. Nur ein bisschen haben wir gedroned, das wird zu wenig sein. Ich hoffe mal, jetzt reicht's aber. Hat halt nur Linge nachgebaut. Den können wir heilen. Er muss neue Ravager. Hoffe ich, hat er keine Banelinge. So, jetzt sieht es doch mal nicht schlecht aus hier. So, und auf in die Echo. Okay, er möchte auf Hydra switchen. Dann machen wir einfach mal mit. Und müssen halt einfach jetzt nur schnell Türmchen bauen. Warum kriege ich nicht die Worker? Ich will die Worker haben. Das wird eine enge Kiste. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Kaum noch Minerals. Wir brauchen mehr Mineralien. Overlords muss ich retten. Da kommen die Linge, gegen die habe ich jetzt halt nichts. Die können wir abbrechen. Geben wir Minerals zurück. So, wir können dann gleich selber unsere Streitkräfte werden angegriffen. Muten bauen. Haben zwar extrem wenig Minerals, aber es könnte durchaus reichen. Ich habe viel zu viel Gas. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen mehr Overlords. Brauche ich nicht. Mehr Mineralien. Wird immer ein komisches ZVZ, aber ZVZ sind bei mir irgendwie immer komisch. Einfach nur mehr Minerals. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Hat bestimmt noch schon die vierte gehabt. Wir brauchen mehr. Nicht genügend Energie. Mehr Minerals. Mehr Mineralien. Hat auch wirklich nicht so viele Arbeiter verloren. Hat zwei Base verloren, aber ich habe jetzt auch eine Base verloren. Unsere Drohnen werden angegriffen.
Nee, die hat er noch nicht gehabt. Okay, gucken wir nochmal rein. Wollen wir aber muten, ohne Ende muten. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Mutterbau habe ich ja weggenommen, also müsste es eigentlich durchaus passen. Und wir gucken mal vor. Und ruhen weiter hoch. Und müssten dann, wie gesagt, theoretisch die dritte wieder nehmen. Ich habe aber keine Minerals. So, der Bau ist wieder weg, Hyperbau noch weg. Wir brauchen mehr Mineralien. Mineralien, wir brauchen mehr Mineralien. Oh, dann gucken wir mal vor, was wir machen können damit. Mit euch natürlich nicht. Ihr könnt hier die Overlords holen. Wir brauchen mehr Overlords. So, die Linge machen das alles schön kaputt. Dann können die Linge hier wieder drauf. Na, ihr sollt da oben hin. Und die Muten machen hier weiter. Unsere Streitkräfte. Und wir exen eine Runde. Und eigentlich würde ich jetzt sagen GG, aber wir entscheiden nicht raus. So, der Link geht mal hier rumscouten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und wir überfluten ihn jetzt einfach nur mit Link. Nehmen noch die ganzen Overlords raus. Also die wenigstens auch nachbauen muss. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Du kannst wieder hier mit rein. Du kannst dahin. Du nimmst die vierte. Wenn das jetzt wirklich so in die Länge ziehen will. Naja, komm hier. GG? Fragezeichen? Okay, no. Dann halt kein GG. Geht jetzt das Hütchenspielen los oder was? Gib uns Gas. Wo hat er denn noch was? Wo hat er denn noch was? Wo ist denn noch was? Alle Overlords umpositionieren.
Hier Linge lang, da Linge lang, dort Linge lang. Weiter hochdrohen. Warum geht er nicht raus, Mensch? Also die paar Corruptor dann reichen. Ja, sag ich doch. GG. Er wollte halt nicht rausgehen. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der Endcard. Bis dahin. Tschüss, euer Rob. Und da sind wir auch schon in der Endcard. Wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr würdet mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wer nichts verpassen will, kann natürlich wie immer gerne unten links kostenlos abonnieren. Dann findet ihr oben rechts ein StarCraft-Projekt und unten rechts ein Projekt, was auf euch zugeschnitten ist. Tschüss, euer Rob.